soll man denn darauf kommen? Wer legt denn denn bitte... Also, jetzt mal vom logischen Aspekt her gesehen, ne? Ich meine, ist Minecraft und Logik ist jetzt nicht unbedingt das, was man miteinander vergleichen sollte, aber... Aber... Leute, kommt schon. Eine Goldplatte in einem Rucksack? Ernsthaft? Eine Goldplatte? Eine Goldplatte? Kommt schon, wirklich. Es ist nicht witzig. Es macht einfach keinen Spaß mehr so. Ich kann das nicht mehr. Ich halte das nicht mehr aus. Ey, wir haben genau 7 Leder, das passt. Super. Kommt mir gerade wie gerufen. Hui. Flupp, Backpack. Nein. Echt jetzt? Ich kann den Rucksack nicht benutzen. Das ist doch nicht... Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Ich wollte ihn jetzt gar nicht benutzen. Das war gerade ein Fehler. Ja, für alle, die aus Magic Mine noch zuschauen, ich habe Magic Mine durchaus noch auf den Dings und ich bin auch am gucken, wann ich jetzt mal aufnehme. Ja. So, jetzt muss man das ganze Gold hier abwarten. Dann guck ich mal, wie das Ding hier aussieht. Mensch. Naja, habe ich schon schönere Texturen gesehen, aber... ist schon okay. So. Aufräumen. Dieser eine Bruchstein einfach mal nur. Der reißt es einfach. So, Moment. So, dann schauen wir mal, ob wir hier noch was finden in der Zeit. Kann ich den hier mal aufstellen? Da ist zum Beispiel Gold. Kann ich, wenn ich einmal am Brennen bin, gleich mit reinschmeißen. Gold gibt es echt nicht viel. Das finde ich gut. Finde ich gut, muss ich aber sagen. Finde ich gut. Super. So. Diamantaxt. Weil wir jetzt viele Diamanten gefunden haben. Wir müssen mal vorstellen, wir haben so viele Diamanten gefunden, ohne zu cheaten. Ist doch auch mal was, worauf man stolz sein kann. Man hat so ein Item und nutzt es, ohne es zu nutzen, findet man trotzdem Diamanten. Ich finde es gut. Ich muss auch sagen, Diamanten ist nicht unbedingt irgendwas, was ich... Huch. Wo ich sage, oh, da brauche ich 3 Stacks von. Deswegen ist es einem... Ich hätte halt gern das Schwert jetzt gehabt. Ich war jetzt im Fieber, dieses Schwert zu bekommen, weil ich das so geil fand vom Aussehen her. Aber ich glaube, es ist... Wow, kommt die denn her? Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gehabt. Sag mir nicht, ich bin in der Nähe von einem... Nee, oder? Bin doch nicht etwa in der Nähe.
Das muss ich jetzt mal... Warte mal. Krieg ich nicht kaputt? Ich bin doch hier nicht in der Nähe vom Ende, oder? Das wäre jetzt ja richtig krass. Wenn wir einfach mal so das Ende gefunden hätten. Hey! Das ist jetzt... Ich lasse die Diamanten noch aus. Das ist jetzt nur zum Gucken, ob es hier Stellen gibt, wo nichts ist. Was ist das denn da hinten? Achso, die sind ineinander. Bin ich zu weit weg dann hiervon? Wahrscheinlich schon, dass es außerhalb der ist. Alter, das sieht zu krass aus. Hab mich jetzt immer durch. Okay, ich mach das Ding jetzt wieder aus hier, warte. Das aus, das aus, das aus. Das aus. Waffen haben wir ja genug, also so ist es ja nicht. Und auch Nahrung habe ich noch genug. Davon. Ich glaube, was auch immer es ist über uns. Ja, 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 ja. Es ist über uns. Rohes Rindfleisch, Steak. Komm, mir das Papier weg. Ich habe so viel Papier, ich kann so viel Papier nachher machen, das ist unfeierlich. Unfeierlich ist das. So, das ist der ganze Goldspaß hier, dann haben wir noch die ganze Kohle. Das restliche Gold mal noch. Mal kurz recken und strecken. So. Schauen wir mal, ob hier noch was ist. Nichts. Nichts. Was denn? Sieht nicht so aus wie nichts, oder? Irgendwie die Intuition. Das war gestern ist mir was richtig Stranges passiert. Und zwar haben wir bei uns auf Arbeit so ein zweites Gebäude. Da ist das sozusagen das Lager für allen möglichen Spaß, den wir benutzen. Und warte mal, da ist die Musik gerade unpassend dafür. Und auf jeden Fall ist da ein Spiegel an der Wand. Und das war richtig strange gestern. Da bin ich an diesem Spiegel vorbei. Ist denn das schon wieder Diamanten? Es ist ein Emerald! Ich bin gleich wieder da, Emerald. Ich bin gleich wieder da. Was wollte ich gerade tun? Auf jeden Fall bin ich an diesem Spiegel vorbeigelaufen. Und in dem Moment, wo ich an dem Spiegel vorbei bin, habe ich so... Kennt ihr das, als wenn ihr so einen kurzen Druck auf den Kopf kriegt, so mit so... Wipp, Druck auf den Kopf und weg ist es wieder.
Das habe ich in dem Moment bekommen. So, warte. Und das dachte ich, okay, gut, ja. Dann bin ich an dem Spiegel nochmal vorbeigelaufen. Und dann ist mir das wieder passiert. Ich bin reingegangen. Hab's Licht angemacht einmal, weil das Haus war ja schockenduster. Dann bin ich rausgegangen wieder, um das Zeug zu holen, was draußen stand, weil das war so schwer, das konnte ich nicht mit Licht anmachen gleichzeitig machen, deswegen habe ich erst Licht angemacht. Da ist es mir wieder passiert. Beim Reinlaufen, dann ist es mir nicht nochmal passiert. Und als ich dann rausgelaufen bin, da habe ich echt Schiss bekommen, gestehe ich ehrlich. Da habe ich in den Spiegel geguckt und in dem Moment, wo ich da reingeguckt habe, habe ich sowas von Kopfschmerzen bekommen. Jetzt ohne Mist, ich habe richtig krass Kopfschmerzen bekommen in dem Moment. Ich weiß nicht, was das war, aber es war scheiße gruselig. Es war echt scheiße gruselig. So. Was brennt er da noch? Achso, nichts. Er kann mal die Sticks fertig brennen. Dann nehmen wir die auch gleich mit. Also das war echt so ein Moment, wo ich mir dachte, alles klar, okay, gut. War schön hier, ich bin mal weg. Kennt ihr solche Ereignisse? Habt ihr sowas auch schon mal gehabt? Oder blamiere ich mich jetzt hier vollkommen? Wie immer. Oh, da sind Rohstoffe. Nehme ich alles mit. Kostet ja nichts, der Spaß. Ich fühle mich mega sicher. Also mit diesem Bogen, dem Schwert, dem anderen Schwert, meiner doch recht ausgeprägten Rüstung. Und ich habe schon wieder Level 21 durchs ganze Farm hier. Wenn wir zurückkommen, haben wir hoffentlich Level 30. Das ist ja echt so mein Ziel. Dann würde ich ja echt rausgehen. Dann kann ich nämlich gleich mal die Spitzhacke verzaubern, die ich hier habe. Die ja noch nicht so viel Schaden genommen hat. So. La 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 la. Lilu lilu la la. La la. La la la. All diese ganze Kohle ist so ein Überfluss. Ich würde mich so freuen, wenn das endlich mal. Also, ich bin ja momentan noch recht offen, was die Übernahme von Microsoft von Minecraft angeht. Wenn die es fixen würden, also nicht fixen, also einfach, wenn die dafür sorgen würden, dass weniger Kohle auffindbar wäre, ich würde mich so freuen, ey. Wenn die es endlich hinkriegen würden und sagen würden, okay, es gibt eindeutig zu viel Kohle und es gibt vielleicht auch eindeutig zu viel Eisen, das Spiel geht zu schnell in Richtung, ich hab alles und es wird langweilig. Ich würde mich so freuen, wenn es einfach mehr Survival wäre, länger Survival wäre. Wenn das Essen schlecht werden würde und lauter so ein Spaß, wo du dann denkst, oh mein Gott, nein, 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 das Essen ist alle und dann einfach mal stirbst, deswegen. Aber nein, bis jetzt ist da nichts gekommen und ich würde es einfach feiern und von da aus sehe ich das recht doppel. Beruhigt dich mit Microsoft. Einerseits kann es sein, dass die das Spiel komplett in Ruin treiben. Was ich mir bei Microsoft eigentlich eher vorstellen kann, aber andererseits kann es natürlich auch sein, dass die da richtig geile Features reinbauen. Alter, ist das denn? Ich bin in der Mine hier und ich farme Ressourcen, weil ich es kann. Ich farme wie ein Tier. Farme. Vielleicht finde ich noch den ein oder anderen Diamanten hier. Dias sind cool, Dias sind teuer, Dias machen Spaß und gebe ich viel Gas, um Dias abzufarmen. Was für ein Spaß. So, jetzt nichts mehr. Natürlich nicht, dass ich jetzt den Backpack jetzt nicht öffnen kann. So. Na gut, ich wollte hier noch auf den Grund gehen, was hier so war.
Wow, 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 wow. Was ist das? Hier muss irgendwas sein. Die Viecher kommen doch nicht aus Langeweile. Ich meine, kann ja nicht sein, dass wir die ganze Zeit nichts auf keine dieser Viecher hatten und mit einem Schlag auf einmal kommen diese Viecher ständig aus den Steinen raus. Hallo Spinne! Mach doch, ist mir da egal. Das aber nicht. Wow. Wow. Aua. Plup. Plup. Headshot. Headshot. So, was haben wir denn hier gerade gehabt? Das war Eisen. Na gut, das nehmen wir es mal mit. Jetzt ist ja fast ein paar Schattgrabe, ich will nicht unbedingt Lava reinfallen. Scheint aber soweit gar nichts mehr zu sein. Jetzt müssen wir uns mal ganz kurz hier ein paar Fackeln machen. Eins, sechs sollte genügen. Den Rest Holz kann ich wegschmeißen. Es ist nicht so, dass ich irgendwie an einen akuten Holzmangel leiden würde oder so. Maximal Kalzium, aber das ist nicht mal immer dasselbe. Da war ein Scheiß manchmal zusammen, ey, gequirlte Mixe. Das ist unfeierlich. Nicht mehr schön und so. So. Warum ist Eisen? Warum nicht? Wenn ich mir noch ein paar Eisengolems machen will, dann brauche ich das Zeug auf jeden Fall. Habe ich schon einen Stack voll. Ja, was ist das? Das ist Gold! Ja, ich glaube, Stein haben wir mittlerweile auch genug. Da können wir ruhig mal einen Stack abwerfen. Wenn das Gold ist, nehmen wir natürlich auch den letzten noch mit. Huch, was war das denn jetzt? Ein Leck war das. Auf welcher Höhe bin ich hier? 19, Alter. Da unten ist also auf Deutsch Diamantenebene Hardcore. Ich muss einfach runter. Das sieht gefährlich aus, aber ich muss einfach runter. Schon klar. Und tot. Plup. Flup, flup. Dann machen wir hier mal ganz kurz die Fackel, damit ich überhaupt noch was sehe. Flup und flup, 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 flup.
müssen wir da rein in den Berg. Ich würde echt ungern auf die Fresse fliegen hier. So, zu den Dingen im Leben, die ich eigentlich am wenigsten möchte, in die Lava reinfallen. Das ist nämlich selbst im Peaceful-Modus ziemlich behindert. In Lava fallen tut keiner gern. Ausleuchten, damit ich sehe, was ich mache. So. Aber wirklich irgendwas mit Diamant sehe ich hier nicht. Ich höre das hier. Ich höre 13, das ist Gold, wie es aussieht. Wie geht's der Rüstung? Die Rüstung lebt noch. Nehme ich mit. Wenn ich einmal hier bin. Hui. Das nehme ich auch mit. Wie ist das denn bitte? Das muss ja fast im Bedrock schon liegen. Welche Höhe habe ich? 8. Das ist echt tief. Eisen finde ich auch noch, okay. Kohle ist ja auch noch. Alter, was ist denn hier alles für Rohstoffe? Ja, es ist im Bedrock vergraben. Warum nicht? Warum nicht? Da sehe ich noch zwei Goldohrs, aber die sind ein bisschen weit weg. Deswegen packe ich es ein und laufe weiter. Muss wohl noch mal einen Bruchstein dran glauben. So, hier mal das Ausleuchten. Nehmen wir noch den Spaß hier mit. So, Moment. Warum nicht? Alles Level. Und eventuell findet man dahinter das Diamant. Läppisches! Das für den läppischen hast du von Kronk. Ja, das stimmt. Ich gucke momentan. Ich habe ja gesagt, dass ich mir mal die ganzen. Weg hier. Dass wir die ganzen Kronk-Folgen mal wieder reinziehen. Also die ganzen, die ich nicht geschaut hatte. Ich hatte mir bis 1100 oder so habe ich geschaut. Und dann haben mir die 200 anderen gefehlt. Und das hole ich momentan nach. Und deswegen, komm. Eine Menge von diesen Sprüchen momentan durch. Zomboy.
Nur nebenbei, ich habe mich übrigens hoffnungslos verlaufen. Lalalala. Doch die Musik macht's wieder wett. So wunderschön und so adrett. Die macht es einfach. Wundert mich, dass wir hier keine Diamanten finden in der Höhle.